Was geht, YouTube? Hallo und herzlich willkommen zurück zum gechilltesten Six Leaks Liquid Tester, Freunde. Ja, ein kleiner Liquid Clip, ihr kennt's. Und wir haben heute das Blumonia. Blau. Was? Blaue Himbeereis, okay. Ja, ich sollte vielleicht mal ein bisschen mehr Früchte essen. Aber mal zurückzukommen, ne? 100 Milligramm Flaschen. Wir haben hier ein ganz normales Short-Filling-System, ne? 100 Milliliter mit Nuller. Ihr müsst dann entweder nochmal irgendwelche Shots dabei packen. 18 Milligramm Shots, 20 Milligramm. Je nachdem, auf was für ein Verhältnis ihr beim Nikotin wollt. Ihr habt eigentlich genug Platz, um euch auf 3er, auf 6er irgendwie hoch zu boosten. Das Ganze ist ein Mischverhältnis von 70-30, dass ihr Bescheid wisst. Und ich liebe diese Labels, ohne Scheiß. Sie glitzern, sie sind bunt, sie haben geile Münder drauf. Es ist, die ganze Linie ist einfach nur massive, Freunde. Ohne Scheiß, ich find's wirklich geil. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe in dem einen, glaube ich, ein bisschen was falsch erzählt. Dieses Liquid Gold, da ist gar kein Colada drin gewesen. Aber ich habe es empfunden, als ob da ein bisschen Colada drin wäre. Aber ich habe nur auf der Verzehrkarte geguckt und auf den, wo Colada drin ist, steht Eis dabei. Sorry, Schande über mein Haupt. Ich würde sagen, ich probiere das jetzt einfach. Ich bin ganz euphorisiert, weil ich habe sie vorher noch nicht getestet. Ich habe sie jetzt wirklich beim Video erst aufgemacht. Ich glaube, ich soll mir das mal angewöhnen, dass ich sie irgendwie im Video live aufmache, dass ihr das Geklacke mal hört. Das Ganze hier 0,08 oben, Truger oben drauf, Competition Mod, ballert wie die Seuche, Custom Drip Tip. Oh, leck. Heilige Scheiße. Freunde, wirklich, ich bin kein Himbeer-Fan, weil ich finde, Himbeer schmeckt immer ganz, ganz schnell künstlich. Ohne Scheiß, Himbeer, ich weiß gar nicht, ich habe bestimmt schon 20, 30 verschiedene Himbeersorten irgendwie getestet und die schmecken rucki-zucki künstlich und das finde ich irgendwie abartig. Aber jetzt gerade hier diese blaue Himbeere, verdammt, Six Lips, gib direkt einen Daumen, ohne Scheiß. Also wer auf Himbeer steht, auf blaue Himbeere, sollte das wirklich probieren. Und ihr kennt's, ich hype nix oder ich erzähle euch nix, was nicht stimmt, weil das ist mein Hobby. Ich verdiene damit kein Geld, ich bin kein Cash-Tuber oder sonst irgendwas wie manch andere. Ich verdiene da wirklich einfach nur mein Geld damit. Genau. Ich verdiene da eigentlich gar kein Geld mit, weil man sieht es an den Klicks etc. Aber das ist ja gar nicht schlimm, weil es ist einfach nur so mein Hobby. Es macht mir wirklich massiv viel Spaß, euch was zu zeigen, euch irgendwas vorzustellen oder euch mal meine Erfahrungen mit diesem Liquid nahezulegen. Ne? Und hier wirklich diese blaue Himbeere. Verdammt, das ist wirklich lecker. Ohne Scheiß. Und dann mit diesem ganz, ganz sanften Touch von Colada dabei, finde ich ja sowieso in dieser Six Leaks Reihe irgendwie ziemlich geil gemacht, weil es ist nicht überdosiert mit diesem Colada, es ist wirklich nur so ganz, ganz sanfter Hauch an Colada drin. Man merkt es auf der Lippe, man merkt es so ein bisschen auf der Zunge, man merkt so ganz leichtes, ja, so ein ganz leichtes Kälteempfinden beim Ein- und Ausatmen, aber nicht so Overdose. Das finde ich ganz, ganz gut. Mich wird jetzt mal was interessieren, ob da Cupcast die Finger mit drin hat. Normalerweise steht sie dann auf den Flaschen drauf. Nee, anscheinend nicht. Das ist wirklich alles Eigenproduktion oder selber gefreezed, wie man das heutzutage so nennt. Finde ich geil. Also, Freunde, abchecken. Ohne Scheiß, wer auf blaue Himbeere Eis steht, direkt richtig. Es ist auch nicht zu kühl. Man kann es auch wirklich an kalten Tagen dampfen. Super, super geil. Finde ich top. Ich habe es ganz auf Null gelassen. Wir versuchen jetzt mal das Nikotin so ein bisschen auslaufen zu lassen. Aber ich bleibe trotzdem immer noch irgendwie auf meine 1,5 bis 3 Milligramm. Ich brauche das irgendwie. In dem Sinne, Freunde, wenn euch die Liquid Clips gefallen, lasst mir liebend gerne ein Like oder ein Abo da. In dem Sinne, stay true, join the website of life und bis demnächst. Ciao.